Eingeweihte Flöcke. Da ist der Ring. Perfekt. Ach, hör auf zu schreien. Ah ja, wir ziehen am besten die Verkleidung an, bevor wir da wieder rausgehen. Und jetzt gehen wir zu dem scheiß Wolfsmann. Geben ihm seinen Ring. Was kann denn der Ring eigentlich? Wolfsring, ein silberner Ring mit einem Wolfskopf verziert. Na super. Mehr kann er nicht. Wo war der? Da oben, gell? Hey, ich habe deinen Namen vergessen. Wolfsmann, hier. Hey. Und habt ihr den Ring? Klar doch, war eigentlich kein großes Problem. Tatsächlich, ich muss zugeben, ich fange an, euch ein wenig zu beeindruckt zu sein. Ja, danke. Könntet ihr jetzt vielleicht eure Leute anweisen, den Weg frei zu machen? Wir sind etwas in Eile. Ihr werdet ein Schreiben an meine Leute aufsetzen, das euch freien Durchgang gewährt. Der Kerl hat ja die Ruhe weg. Wenn Xeldran den Herzog alarmiert, sind wir geliefert. Ich weiß, aber wenn wir ihm jetzt noch mehr Dampf machen, überlegt er sich die Sache vielleicht doch noch anders. Ja, da hat er recht. Jetzt bloß keine Fehler machen, jetzt hier kurz vom Schluss. Oh, yes, er kommt raus. Hier bitte, ich wünsche dir dann noch viel Spaß. Gesiegelten Brief erhalten. Und jetzt raus hier. Okay. Gut. Ja, genau. Dann würde ich sagen, gehen wir nicht da lang, sondern da lang. Mit der Maus. Ey, der Speicherpunkt ist auch weg. Mann. Oh, fuck. Könnte ich auch fertig machen. Wäre gar kein Problem. Verstehst du das? Ein edler Speicherpunkt. Was ist eigentlich dort hinten? Kein Durchgang. Wir haben eine Erlaubnis von deinem Hauptmann. Sag mal her. Bitteschön. Und was steht da drin? Da steht drin, dass du uns durchlassen sollst, du Kritter. Erkennst du denn das Siegel deines Hauptmanns nicht? Ach ja, jetzt wo ihr es sagt, ihr dürft natürlich passieren. Idiot. Dummer Idiot! Hoppla! Das war die falsche Richtung. Da gehen wir halt da lang. Wie sieht es bei uns eigentlich aus? Nicht so gut, gell? Ich sollte noch... An den Wachen sind wir jetzt erstmal vorbei, denke ich. Was kommt als nächstes auf uns zu, Dankbart? Wir sind gleich an meinem Laboratorium. Von dort aus gelangen wir direkt zu meinen früheren Privatgemächern. Ich denke, wir können uns die Maskerade ab sofort sparen. Wenn wir jemanden treffen, dann wahrscheinlich den Herzog persönlich. Und in diesem Fall ziehe ich es vor, kampfbereit zu sein. Da habt ihr sicher recht. Perfekt. So, okay, weiter geht's. Ha, perfekt, da ist ein Speicherpunkt, dann speichern wir erstmal. So, was haben wir da? Was? Euer Durchlaut. Nein. Durchlaucht? Es fällt mir schwer zu beschreiben, wie sehr ich es bedauere, eure Anfrage nach einem Satz Werkzeuge zur Wartung eurer technischen Gerätschaften wieder einmal abschlägig beantworten zu müssen. Das Problem ist, wie ihr in eurer unermesslichen Weisheit sicher ahnen könnt, das Material. Die Königsberger Regierung hat die Lieferung an Stahl an uns untersagt und das Metall, das wir selbst zu fertigen in der Lage sind, ist zu weich für eure Zwecke. Ich hoffe inständig, dass ihr mit eurer derzeitigen Lösung vorerst noch zurechtkommen könnt.
eure untertänige Diener Deppert Trombusch. Schön zu lesen, dass was Wanfried für Probleme mit meinem Werkzeug hat, auch nach 20 Jahren. Bitte seid vorsichtig mit diesem Gerät. Das ist mein Schwebklo. Klo. Was? Das ist mein Schwebklotron. Schwebklotron? Eine weitere kleine Erfindung meinerseits. Der Schwebo-Klotron kehrt sozusagen die Gravitation um. Gravitation? Also das ist wirklich zu kompliziert. Um es jetzt in vollem Umfang zu erläutern, konzentrieren wir uns lieber wieder auf unsere Aufgaben. Ja, will ich auch sagen. Physik gegen Magie. Kein Widerspruch. Die Physik der Naturgewalten, das kleine Zauber 1x1. Lauter Bücher über Zeit, Astronomie und Himmelsmechanik. Der Mensch und die Biologie, die Kraft der Natur, Chemie für Fortgeschrittene. Nanu, wie unpassend für ein Labor, lauter Schauerromane von einem gewissen Junst. Davon solltet ihr besser die Finger lassen. Okay. Regel, verdammt. Was ist denn das denn für ein Blechhaufen? Das ist ein Energieumwandler, eine bescheidene Erfindung meinerseits. War nicht bös gemeint, Dankwart. Was bewirkt dieses Gerät denn? Ohne den Energieumwandler funktioniert in diesem Labor fast gar nichts. Die Geräte befinden sich alle auf dem neuesten Stand der Technik und benötigen eine Kombination aus magischer und herkömmlicher Energie. Aha. Und was genau? Einmal für Trottel bitte? Zuerst wird das Gerät mit Kohle befeuert, um anschließend noch magisch aufgeladen zu werden. Die Kombination beider Kräfte erzeugt eine neuartige Form von Energie, die ich selbst erforscht habe und in Königsberg patentieren ließ. Die Dankwazität klingt nach Hautkrankheit. Och, Grandi, eure Scherze lassen aber spürbar nach in letzter Zeit. In der letzten Zeit. Okay. Allein die Dankwazität ermöglicht eine konstant niedrige Energiezufuhr, die diese sensiblen Apparaturen über einen längeren Zeitraum in Gang hält. Ein magisches Blitzgewitter, das eine ähnliche Form der Energie erzeugt, würde das ganze System überladen und außerdem viel zu schnell ausbrennen. Vielen Dank. Ich glaube, ich habe euer System soweit kapiert. Sag mal, Dankwart, mit der Kohle hier müssten wir doch eure Energie-Dingsbums antreiben können. Ihr habt meine Erklärung jetzt tatsächlich wieder verstanden, Grandi. Ich bin mal wieder von euch überrascht. Kohle eingesackt. Meine Güte, was ist das? Was soll das denn schon wieder darstellen? Ne? Kaum zu glauben, Wanfried hat meinen Zeitwandler genommen und umgebaut. Ich erkenne die Maschine kaum wieder. Zeitenwandler? Ja, ich habe euch doch von meinen Experimenten erzählt, mit denen ich versuchte, das menschliche Leben zu verlängern. Der Zeitenwandler diente dem Zwecke, einen Körper aus der Vergangenheit mit dem gealterten Körper der gleichen Person verschmelzen zu lassen. Der Körper sollte auf diese Weise verjüngt werden, aber das war ein Irrweg. Ich musste feststellen, dass es nicht möglich ist, Material zwischen den Zeiten zu bewegen. Man kann nur ein Abbild, einen Avatar erschaffen. Darüber hinaus gab es noch andere Komplikationen, über die ich jetzt lieber nicht sprechen will. Ich will es gar nicht wissen. Aber ihr habt doch gemeint, dass Wanfried die Maschine umgebaut hat. Könnt ihr auch sagen, was er verändert hat? Ihr meint, welchen Zweck der Apparat jetzt dient? Ich werde mir das Ganze mal näher anschauen. Hier kann man verschiedene Dinge einstellen. Diverse Regler für Zahlen. Die sind nicht von mir eingebaut worden. Noch mehr Regler. Scheint sich um eine Art Koordinatensystem zu handeln. Natürlich! Grandi, das ist eine Zeitmaschine. Er hat ein Modell einfach umgepolt. Mit diesem Gerät ist es möglich, in die Vergangenheit zu reisen. Aha. Langsam wird mir alles klar. Nachdem ihm bewusst wurde, dass er gegen euch und Libra keine Chance hatte, flüchtete er in seine Zeitmaschine. Er floh in die Vergangenheit und dort muss er irgendetwas getan haben, das letzten Endes verhinderte, dass ihr beide existieren konntet. Wie soll er so etwas denn bitte angestellt haben? Ich weiß es nicht, Grandi. Er könnte euch als Kinder im Heim gesucht und umgebracht haben. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber wir sind doch hier, Dankwart. Wir leben.
Die Welt lässt sich nicht so leicht um ihre Kinder betrügen, Grundy. Die Ordnung der Dinge fand einen Weg. Guck, das ist auch nicht, nicht gut geschrieben. Die Ordnung der Dinge fand einen Weg. Einen anderen Weg, oder? Euch am Leben zu erhalten. Allerdings hat euch dieser Blutsauger die schönsten Erinnerungen eures Lebens geraubt und dafür wird er bezahlen müssen. Können wir diese Maschine irgendwie gegen ihn einsetzen, Dankwart? Ansonsten sehe ich nämlich ziemlich schwarz für unsere Pläne. Wanfried ist uns mit seinen Leuten haushoch überlegen und es wird nicht lange dauern, bis sie uns hier aufspüren. Wenn sich Wanfried dieser Geräte bedienen konnte, um seinen Hals zu retten, dann können wir es auch. Aber wie? Dieser Blutsauger ist in die Vergangenheit gereist, um seinen Hals zu retten. Also gut, das können wir auch. Wir müssen nichts weiter tun, als diese Maschinen in Gang zu setzen und all seine Untaten ungeschehen zu machen. Ich verstehe mich nicht auf diese Dinge. Mein Metier ist die Schwertkunst. Aber wenn ihr meint, dass das die Lösung für alles ist, dann werden wir diese Geräte eben anwerfen und Wanfried damit ins Nirgendwo blasen. Ich weiß jetzt nicht, warum ich hochgegangen bin. Deswegen gehen wir jetzt wieder runter und schauen uns nochmal alles an. Wir müssen die Gerätschaften ja irgendwie anwerfen können. Das Ding, das bringt uns nicht weiter, oder was? Okay. Ich speichere mal kurz ab. So. Dann würde ich sagen, dann gehen wir doch hoch. Und schauen uns mal kurz hier um. Oh, scheiß Maus. Zuerst zu. Dieser Korridor führt zum Uhrturm. Ich fand es sinnvoll, bei meinen Experimenten mit der Zeit eine Uhr in der Nähe zu haben. Ich frage mich, was dort so wichtig ist, dass Wanfried den Zugang verschlossen hat. Okay, dann machen wir doch unten richtig. Müssen wir doch unten die Maschine anwerfen. Und dann gibt es eine Zeitreise. Yay! Sehr geil. Okay, die Kiste ist geladen. Da müssen wir sie nur noch anfeuern. Tretet bitte einen Moment zur Seite, Grundy. Fast so gemütlich wie ein lauschiges Kaminfeuer. Hervorragend, ich habe die volle Kontrolle über die Maschine. Und jetzt? Ich vermute mal, dass diese dicke Schalter das System aktivieren. Vielleicht ist es ja auch nur eine Falle und wir fliegen alle in die Luft. Wenn die Detonation stark genug ist, zerstört es hoffentlich gleich das ganze Schloss und dann hätten wir unser Ziel auch erreicht. Ich habe nur versucht, auch mal einen Witz beizutragen, Grand. Der war nicht gut, Dankwart. Überhaupt nicht. Gut. Gut und schön. Euer Maschinchen scheint zu funktionieren. Und was machen wir jetzt? Wir müssen einen Fixpunkt in der Vergangenheit finden, an dem alle Ereignisse zusammenlaufen. Dann muss einer von uns in der Vergangenheit zurückreisen, um die Vergangenheit zu ändern, so zu ändern, dass Wanfried seine Pläne nicht in die Tat umsetzen kann. Und das soll funktionieren? Wanfried hat es doch vorgemacht, allerdings ist er bei seinem Eingriff offensichtlich zu weit gegangen. Wir müssen da vorsichtiger sein. Zeit und Ort und mögliche Konsequenzen müssen genau bedacht sein, damit kein weiteres Unglück daraus entsteht. Habt ihr vielleicht einen Vorschlag, an welchem Punkt wir ansetzen sollen? Ja. Wir setzen an den Zeitpunkt an, als Wanfried zum Vampir wurde, als er gegen uns gekämpft hat. Wir müssen... okay, versuchen wir das. Ich hab keine Ahnung, an dem alles zusammenführt, oder? Wir müssen einfach an den Punkt eingreifen, kurz bevor Wanfried seine Zeitmaschine aktivierte. Und wie wollt ihr ihn dazu überreden, dass er die... Lieber Tanks... In Zweifel mit dem Schwert. Nein, Claudi, das ist viel zu riskant. Damit löscht ihr seine Existenz in der Vergangenheit aus. Das hat bereits beim letzten Mal nicht funktioniert. Darüber hinaus bezweifle ich, dass ein solcher Versuch überhaupt nicht möglich ist. Und warum nicht? Habt ihr es schon vergessen? Wanfried hat den Zeitenlauf so manipuliert, dass dieser Kampf nie stattgefunden hat. Wenn wir einfach verhindern, dass er euch den Thron wegnimmt, Dankwart, dann müsste doch möglich sein, ohne ihn dabei zu vernichten. Ihr wollt verhindern, dass er jemals die Herrschaft an sich reißen konnte? Der Vorschlag hört sich interessant an, scheint aber riskant zu sein.
Was soll denn dabei riskant sein? Nun, ihr beabsichtigt die Geschichte dieser Region für die letzten 20 Jahre zu ändern. Die Konsequenzen sind kaum abzuwägen. Aber Dankwart, ihr glaubt doch nicht, dass Wanfrieds Regentschaft irgendetwas Gutes bewirkt hat. Ihr habt recht, Libran. Ganz gleich, wie wir uns auch entscheiden, ein gewisses Risiko bleibt in jedem Fall vorhanden. Aber Wanfried darf nicht vernichtet werden. Was so ein Vorgehen verbringt, haben wir ja an euch sehen können. Wie wäre es, wenn wir den Dankwart der Vergangenheit vor Wanfried warnen, sodass es ihm nicht gelingt, Herzogin Doria zu entführen? Natürlich, das war der Anfang allen Übels. Nur so konnte es ihm gelingen, mich in die Eisöden in einem Hinterhalt zu locken. Gut, dann ist es also entschieden. Ich melde mich freiwillig für diese Aufgabe, so sparen wir uns weitere Diskussionen, die Zeit drängt. So sei es. Erlaubt mir aber noch ein paar Worte. Es war mir eine Ehre und eine Freude, euch zu kennen und meine Freunde nennen zu dürfen. Warum redet ihr so dankbar? Unsere Freundschaft wird auch ohne Wanfrieds Schurkereien weiter bestehen. Ich bin mir da nicht sicher, Libra. Schließlich war es gerade das, was uns zusammengeführt hat. Ich fürchte, die Zeit des Abschieds ist nun da. Keine Sentimentalitäten, bitte. Ist noch nicht einmal klar, ob unser Plan Erfolg haben wird. Ihr brecht gerade eh. Ich habe mich hinreißen lassen, nehmt jetzt mit eurem Platz auf den Plattform ein. Ja komm, mach jetzt mal hin, ey. Schon genug geredet. Leg wohl, mein junger Freund, und viel Erfolg. Dankbar, das stimmt etwas nicht. Er ist immer noch hier. Ich denke, ihr müsst euch keine Sorgen machen, Libra. Ich sagte ja bereits, dass die Maschine nur ein Abbild Grandis in der Vergangenheit schafft. Oh fuck, wir scheinen allerdings ein anderes Problem zu haben, Dankwart. Ihr haltet hier die Stellung, ich bewache die Tür. Oh Gott, Libra. Ganz alleine.